bin Maria von More Raw Food, heute mal wieder aus meinem Paradies, die Küche. Und heute möchte ich dir mal zeigen, welchen Kühlschrank ich habe. Ich bekomme so oft die Frage, wie ich mein Obst und Gemüse so lange frisch halte, weil wenn du mich verfolgst, dann weißt du ja, dass ich maximal einmal die Woche oder alle zweimal die Woche einkaufen gehe und mein Salat ist trotzdem frisch und knackig. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, es ist an der Zeit, dir mal zu sagen, welchen Kühlschrank ich nutze. Und genau das mache ich heute. Das ist er, das ist mein Reichtum oder meine Schatzkammer sozusagen. Und dieser Kühlschrank ist von der Firma Siemens. Ich verlinke dir den Kühlschrank mal unten in der Videobeschreibung. Ich gehe jetzt nicht so auf die technischen Details ein, sondern eher so Tipps und Tricks, Haushalttricks, weil das andere kannst du alles da bei dem Link nachlesen und ganz in Ruhe durchgucken, weil ich kann mir das sowieso alles nicht merken und weiß auch nicht, was es bedeutet. Also schau da einfach mal nach. Der Kühlschrank, muss ich dazu sagen, kann ich dir gleich erstmal eine kleine Geschichte erzählen, der ist ein bisschen breiter als normal. So ein normaler Kühlschrank ist vielleicht jetzt so breit. Und ja, wie ist es dazu gekommen? Also Samuel hat einen neuen Kühlschrank bestellt und hat gedacht, die sind ja alle genauso breit und hat einfach bestellt und dachte, dass der hier von Siemens ist ein super, der hält alles frisch und hat sich da auch belesen und informiert. Macht er ja auch immer so toll, mein Samuel. Und hat den bestellt und dann kommt der geliefert und die wollen den reinschieben und dann haben wir gesehen, dass der passt nicht rein. Ich zeige dir das hier mal in der Nahaufnahme, da siehst du, dass wir noch so ein bisschen da rangebaut haben, da musste Samuel nämlich ausbauen. Ich war aber froh über diesen Zufall, wenn man daran glaubt, weil ich habe ja dann einen neuen Kühlschrank bekommen und ja, bin natürlich super zufrieden, dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Ich zeige dir den Kühlschrank auch mal von innen. Achso, hier ist übrigens der Kühlschrank. Und hier unten, da ist die Tiefkühltruhe. Ein Nachteil muss ich dazu sagen, der Kühlschrank, wenn er an ist, dann ist er an und dann sind beide Teile an. Und wenn er aus ist, dann sind beide Teile aus. Das habe ich nämlich gelernt, als ich nach Dubai geflogen bin. Da habe ich nämlich noch ein Instagram-Foto oder so vorher von dem Kühlschrank gemacht. Und dafür mache ich den Kühlschrank immer aus, weil der nämlich sonst anfängt zu piepen, wenn er zu lange auf ist, was ja auch gut ist, weil damit kann man den eben nicht zu lange offen lassen. Und dann habe ich vergessen, ihn wieder anzumachen und zwei Wochen später mich aus Dubai zurück. Da war der ganze Boden hier voll irgendeiner roter Suppe. Ist alles ausgelaufen, war alles schlecht. Meine ganzen Raw Food Sweets and Treats, alles schlecht geworden. Ich musste alles wegschmeißen und mir neue machen. Naja, c'est la vie. Ich habe auf jeden Fall draus gelernt. Also zwei Teile sind keiner Nachteil. Also es gibt. Hier siehst du jetzt mal wieder einen Einblick in meinen Kühlschrank. Die Tür sieht man ja dann immer bei Instagram nicht. Und der ist jetzt wieder prall gefüllt. Und wie mache ich das? Und zwar der Vorteil bei diesen Kühlschränken sind hier unten diese zwei Boxen. Und da siehst du, es ist proper gefüllt mit Salat. Hier unten habe ich Spinat drin und hier so einen gemischten Salat, weil in diesen Fächern bleibt das Obst und Gemüse, vor allen Dingen das Gemüse und der Salat, richtig schön knackig. Ich mache mal kurz aus. Und das ist dieser Vorteil mit diesem Kühlschrank. Der muss eine ganz tolle Ventilation haben und man kann hier bei diesem Fach auch verstellen, wie viel Feuchtigkeit man da hat. Die Fächer sind eigentlich, das hier unten für Obst und Gemüse, aber das andere ist für Fisch und Fleisch. Gibt es ja in unserem Kühlschrank nicht. Aber das ist wirklich total super für Obst und Gemüse. Also wenn du jetzt am Überlegen bist, du möchtest dir einen neuen Kühlschrank kaufen und auch plastikfreier leben, ohne Plastik, in diesem Kühlschrank bleibt das wirklich frisch. Und ja, noch ein anderer kleiner Nachteil, oder nicht Nachteil, aber was man machen muss, also so alle 4 Wochen ungefähr, gibt es hier unten drin, ich zeige dir das mal, gibt es hier unten drin so ein kleines Auffangbecken und das läuft dann voll mit Wasser. Das muss man dann ausleeren. Das merkt man dann aber auch, wenn man das Fach rauszieht, dann wird es hier unten ein bisschen nass, dann kommt das Wasser mit raus. Das muss man ab und zu machen. Das ist dann diese Kondensflüssigkeit anscheinend von dem ganzen Obst und Gemüse. Was ich aber okay finde, wenn ich jetzt ohne Plastik leben kann, dafür also alle 4 Wochen das mal leer zu schütten, das Wasser, ist für mich völlig okay. Ja, dann mache ich so, dass ich Beeren und so habe ich immer hier oben drin, wie du siehst, mache ich auch mal gleich in Schalen. Das habe ich ja in anderen Kühlschrank-Videos schon gezeigt, die verlinke ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung. Und ja, es ist Safety-Glas, man hat auch noch so eine, in den Schränken auch relativ viel Platz. Hier sind noch meine Datteln aus Dubai, hier sind meine ganzen Ingwer- und Kurkuma-Shots, die kann ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken.
Und was ist jetzt noch interessant für dich zu wissen? Ja, genau. Ich habe übrigens meinen Kühlschrank immer auf 6 Grad ungefähr, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Temperatur super gut ist. Hier sieht man übrigens noch, sieht man die überhaupt nicht. Ich habe hier noch meine Kokosnüsse auch von der Koro Drogerie. Hier oben sind noch Oliven und ein paar Sachen für Sammel. Das Fach sieht man ja meistens nicht. Da habe ich jetzt Kokosnuss drin für Laurella. Leinsamenöl, das gebe ich ihr manchmal so über Sachen drüber für das Omega-3. Meine Kokosnüsse von der Koro Drogerie, grüne Säfte, hier habe ich die Beeren drin. Dann hier meine Beutelchen, was ich auch in anderen Videos erwähnt habe. Ja, voll geproppt mit leckeren Sachen. Wie gesagt, meine Schatzkammer. Das war es jetzt erstmal so zu diesem Kühlschrank. Ich muss sagen, ich bin mit dem super begeistert. Ich habe den bestimmt jetzt seit 1-2 Jahren. Und ich habe auch mit meiner Freundin in Amerika gesprochen, weil die postet ja auch immer so Bilder von ihrem Kühlschrank. Und bei ihr welkt der Salat wirklich nach 1-2 Tagen. Bei mir bleibt er wirklich super knackig, was ich ja auch in meiner Instagram-Story oftmals zeige, weil mir das viele Leute einfach nicht glauben. Aber auch der Sellerie, die Gurken, die Zucchinis da oben, das bleibt wirklich alles knackig frisch. Also auch die Pilze, das wird bei mir nicht so trocken oder matschig. Also das hat wirklich, also der Kühlschrank, ich bin da wirklich begeistert. Das ist wirklich eine Schatzkammer für jeden Rohköstler. Wenn also dein Kühlschrank mal kaputt geht, kann ich dir den wirklich wärmstens empfehlen. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann hinterlass mir die gerne in der Videobeschreibung, dann beantworte ich die auch gerne und schaut mal auch in den Kommentaren mit. Vielleicht habe ich die Fragen auch schon mal beantwortet, dann muss ich das nicht alles 5-6 Mal machen. Obwohl ich mich natürlich immer freue, von dir zu hören. Und ich hoffe, dass du damit auch in Zukunft plastikfreier leben kannst, mehr knackiges, frisches Obst und Gemüse hast und eben auch nicht mehr so oft in der Woche einkaufen gehen musst. Frisch ist natürlich immer am besten, aber ich habe halt auch noch einen aktiven Tagesablauf und ja, schaffe es dann eben nicht immer ständig einkaufen zu gehen. Deswegen ist das für mich eine super Lösung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne ein Like, hast mal wieder einen Einblick in meinen Kühlschrank bekommen. Abonniere auch gerne kostenlos den Kanal und dann sage ich bis ganz bald. Lass es rocken. Maria, ich werde jetzt erstmal, glaube ich, einen grünen Saft trinken.